Okay, dann gucken wir uns noch an von Tomatolix. Das passiert, wenn du Salvia nimmst. Das Video habe ich auch noch nicht geschaut. Let's go. Ich muss gestehen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was Salvia ist. Der Salbei-Salvia ist eine Pflanzungsgattung, die zur Familie der Blütler. Zu dieser artenreichen Pflanzengattung gesellen sich etwa 900 Salbei-Arten. Oh, sieht extrem schön aus. Hui, was war denn das gerade? Salvia divinorum oder auch Aztekensalbei ist eine psychoaktive Pflanze, die das stärkste natürlich vorkommende Halluzinogen der Welt enthält, Salvinorin A. Schon ein paar hundert Mikrogramm davon können eine intensive und manchmal beängstigende Wirkung auslösen. Social Media ist voll mit Trip-Videos zu Salvia. Holy shit. Salvia doesn't fucking play around. And I was just gone. Completely gone, living under the sea for I think around 6 months. I had a life down there. Konsumenten wirken wie weggetreten und scheinen ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Trotzdem ist die Faszination für Salvia groß und ich bekomme immer wieder unzählige Nachrichten, dass ich mal ein Video über Salvia noch nie von dieser Droge oder ähnliches gehört, Digga. Machen soll, um herauszufinden, was eigentlich genau bei einem Salvia-Rausch passiert und ob er wirklich immer im Horrortrip endet, mache ich das Selbstexperiment. Dieses Video dient zur Aufklärung. Ich rate euch ausdrücklich dazu, Gezeigtes nicht nachzumachen. Solltet ihr es doch tun, achtet bitte unbedingt auf Safer-Use-Regeln und informiert euch ausführlich. Aber nochmal zum Anfang. Was ist Salvia eigentlich genau? Salvia divinorum, auch Azteken- oder Göttersalbei genannt, ist eine psychoaktive Pflanze der Salbei-Gattung, die in der Natur ausschließlich in einer Bergregion in Mexiko vorkommt. Dort wird sie schon seit Jahrhunderten von den einheimischen Mazateken zu rituellen oder medizinischen Zwecken genutzt, allerdings meistens als Ersatz für psilocybinhaltige Pilze. Traditionell werden die frischen Pflanzenblätter entweder als eine Art Tee getrunken oder gekaut und gelutscht. Seit Beginn der 80er Jahre wird Salvia bei uns immer populärer, allerdings in gerauchter Form. Hier wird zwischen getrockneten Blättern und Extrakten unterschieden. Also nicht prinzipiell, sehr interessant. Wieder was dazugelernt. Ich bin ja großer Freund von Drogendokumentation, Aufklärung und ähnliches. Finde ich sehr interessant. Letztere sind um ein Vielfaches stärker als die Blätter und sollten nur mit Vorsicht genossen. Tomatolix verdient mit seinem Hobbys Geld. Ich weiß nicht, inwiefern diese Videos werbefreundlich sind. Also ich glaube, oftmals sind seine Videos sogar gelb oder nicht gut monetarisiert. Er verdient am meisten Geld, denke ich mal, mit Produktplatzierung. Ne? Werden. Seit 2008 fällt Salvia in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz. Okay. Wie so ein Salvia-Rausch genau aussieht, schaue ich mir jetzt mal im Internet an. Ich glaube, das ist auch so die Art und Weise, wie die meisten mit Salvia in Berührung kommen. Nicht umsonst habe ich super viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich was dazu machen soll. Deswegen schaue ich jetzt mal. Where are you at, brother? Where you at? It's okay. That'll be a shield. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus, ehrlich gesagt. Das kann natürlich auch einfach eine viel zu hohe Dosis gewesen sein. Alright, strong salvia. I've never done it. We'll see what happens. Try to make it ring. It was Candyland. Puh. Immer wieder. Also für mich persönlich sieht das nicht erstrebenswert aus. Also es sieht nicht nach einem geilen Kick aus. Wenn ich für diese Art von Themen recherchiere und mich auch mal durch dubiose Internetseiten klicke, benutze ich übrigens NordVPN, den Sponsor des heutigen Videos. Man darf auch einen Werbeblock in Deutschland nicht Drogenschutz gibt es in NordVPN. Ich auf jeden Fall Max Beck vor der Substanz. Deswegen werde ich jetzt vor dem Experiment auf jeden Fall nochmal mit Experten sprechen. Max betreibt seit einigen Jahren Aufklärung zu Drogen und berichtet auf Social Media von seinen psychedelischen Reisen. Wie oft hast du schon Salvia konsumiert? Ich würde sagen, insgesamt bestimmt 7, 8 Mal oder so. Wahrscheinlich noch mehr. Ich habe schon sehr, sehr viele verschiedene psychoaktive Substanzen und auch Psychedelika ausprobiert. Und für mich ist Salvia eine der intensivsten und eine der Substanzen, vor der ich auch am meisten Respekt eigentlich habe, weil das sehr extreme Erfahrungen sind und Erfahrungen, wo man wirklich zum Teil, je nach Dosis, komplett sozusagen diese Realität hier verlässt. Ich glaube, dass solche Drogen schon auch, ob es jetzt Salvia ist oder andere Drogen, schon auch medizinisch etwas bewirken können. Wie hieß nochmal diese eine Droge auch, die, wo wir mal eine Dokumentation drüber gesehen haben, Aluviera oder wie hieß das nochmal? Bewusstseinserweitern, Selbstfindung, hundertprozentig, ja.
Ich glaube schon, dass gewisse Drogen auch Halluzinogene schon einem auch im Leben weiterbringen können und auch in einer gewissen Art und Weise Altlasten entsorgen können. Die Frage ist halt immer, wie, wann und wo sollte man so etwas nehmen oder sollte man das sowieso prinzipiell nehmen oder sollte man das nur nehmen, wenn es einem der Arzt empfiehlt? Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich finde halt, es ist ein großer Unterschied, also würde ich jetzt einfach mal sagen, ob ein Volk, ein kleines Dorf diese Droge in ihren Ritualen nimmt oder ob dieses Zeug illegal über die Grenzen geschmuggelt wird und an ahnungslose Drogenopfer verkauft wird, die keine Ahnung davon haben. Hauptsache es knallt. Also ich persönlich habe für mich gelernt, seit 11 Jahren nüchtern jetzt, egal was für ein Problem, jedes Problem lässt sich am besten lösen mit einem nüchternen Kopf. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich will aber nicht bestreiten, dass es Menschen da draußen gibt, die mit einem nüchternen Kopf ihre Probleme nicht bereinigen können und mit Sicherheit das ein oder andere Männchen da draußen oder Frauchen da draußen einen bewusstseinserweiternden Trip hinter sich hatten und es ihnen danach besser ging. Das will ich nicht bezweifeln. In andere Dimensionen, sage ich jetzt mal, eintaucht und das gar nicht mehr so richtig in Bezug zum eigentlichen Menschsein hat. Was würdest du mir so für Tipps geben für mein erstes Mal Salvia? Generell ist es, glaube ich, eine gute Idee bei psychedelischen Reisen, dass man an dem Tag sich den nötigen Rahmen schafft, dass du jetzt keinen stressigen Tag hast, sondern einfach die Ruhe dafür hast. Okay. Grundsätzlich ist es bei Salvia extrem wichtig, dass man ein sehr sicheres Setting hat, wo nichts passieren kann, in dem Sinne, dass da irgendwie irgendwelche Gefahren von außen da sind. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eine zu hohe Dosis Salvia raucht, dann geht das bei manchen Leuten auch mit einem körperlichen Kontrollverlust einher. In meinen Augen ist es auch definitiv ratsam, dass da ein Tripbegleiter dabei ist, der einfach auf einen aufpassen kann. Grundlegend ist es mir einfach irgendwie wichtig hervorzuheben, dass das eine super krass potente Substanz ist, die extreme Erfahrungen hervorruft und dass man das nicht einfach mal so zum Spaß machen sollte und dass Menschen da definitiv vorsichtig mit sind. Manche nehmen das dann so wahr, dass das irgendwie so, ach ja, das sind einfach diese Blätter, die raucht man, ist vielleicht so ähnlich wie Kiffen, aber es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit Kiffen. Wie immer mache ich das Experiment in einem geschützten Setting und habe Personen dabei, die sich gut mit der Substanz auskennen und die während des Trips auf mich aufpassen. Ich bin sehr gespannt, was ich jetzt erleben werde. Ich habe das Salvia geraucht und dann relativ schnell die ersten Effekte gespürt. Also ich merke auf jeden Fall was, dass alles sich so leicht dreht. Ich weiß gar nicht, wie ich rede. Ich stelle es mir unfassbar unangenehm vor, auf einem guten Hai oder auch auf einem schlechten Hai eine Kamera in der Fresse zu haben, Digga. Welche Risiken bringt Salvia mit sich? Dieser Rausch flutet sehr schnell an, ist teilweise auch unangenehm, führt teilweise auch zu Koordinationsstörungen und zu komischen Bewegungen. Es passieren wirklich auf Salvia-Räuschen extrem viele Unfälle. Also es gibt kaum eine Droge, wo ein Tripsitter so wichtig ist wie Salvia. Ansonsten ist natürlich auch die Erfahrung unter Umständen auch ein bisschen belastend für die eigene Psyche, auch wenn Psychosen als Folge von Halluzinogenkonsum ein relativ rares Phänomen ist, würde ich dieses Risiko dennoch nicht ausschließen. Langzeitfolgen oder Abhängigkeit sind mir beide jetzt nicht sonderlich bekannt. Also wenn ich ehrlich bin, ich kenne keinen einzigen Fall. Mag es theoretisch geben, aber es ist keine so schöne Erfahrung, dass Leute die ständig wiederholen wollen. Das fühlt sich so ein bisschen an, als würde... Klingt ja erstmal jetzt sehr kritisch und auch gut zugleich, dass Leute darauf nicht kleben bleiben können oder dem Onkel Doktor das jetzt eigentlich nicht bekannt ist. Man in einem Kreisel sein, aber dann so nach außen halt gedingst werden. Das, was ich da erlebt habe, wird von vielen auch als Salvia-Schwerkraft beschrieben. Also ich habe wirklich so ein Schweregefühl gespürt, das mich so schräg auf den Boden gezogen hat. Also wäre ich aufgestanden, wäre ich garantiert hingefallen. Ich habe hier aber die ganze Zeit noch gewusst, wo ich bin und dass diese Effekte vom Salvia kommen. Das sollte später anders werden. Die Wirkung hat dann aber auch relativ schnell wieder nachgelassen. Ja, das war jetzt irgendwie... Das haben Sie noch nicht erklärt gerade. Das würde mich nochmal interessieren, wie lange bzw. von bis so ein Trip anhalten kann. Das wurde da jetzt noch nicht erklärt. Das würde mich echt nochmal interessieren. Schon ein bisschen weird. So ein ganz komisches, schummriges Körpergefühl. 5 Minuten, irgendwie 10 Minuten. Irgendwie hat sich jetzt gerade die Schwerkraft und der Raum irgendwie anders angefühlt. Als wenn sich irgendwie alles so ein bisschen bewegt. Wie wirkt Salvia genau? Also die Wirkstoffe
in dem Blattmaterial die Salvinorine, insbesondere das Salvinorin A, das ist so am besten erforscht, wirken auf die Kappa-Opioid-Rezeptoren. Das heißt, wenn man das Material raucht und nimmt das quasi auf und geht über die Blut-Hirn-Schranke, kann es quasi auf diesen Opioid-Rezeptoren wirken. Aber anders als diese Opioid-Rezeptoren, die wir jetzt beispielsweise vom Opium oder von Tilidin kennen, sind das besondere Rezeptoren, die eher einen dissoziativen und dysphorischen Rausch verursachen. Dissoziativ bedeutet, dass es einen so ein bisschen loslöst und irgendwie alles so ein bisschen entfremdet. Und dysphorisch ist halt das Gegenteil von euphorisch. Das heißt, die Stimmung ist oftmals eher so ein bisschen unangenehm, beängstigend. Beim ersten Mal habe ich, wie sich das gehört, mit einer etwas geringeren Dosis gestartet, um mich erstmal an die Wirkung von Salvia heranzutasten. Weil ich aber das Gefühl hatte, noch vor der Schwelle zur richtigen Wirkung zu sein, habe ich mich dazu entschieden, nochmal eine mittlere Dosis zu rauchen. Hui, was war denn das gerade? Also das war gerade auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver. Wie soll ich das denn jetzt jemals beschreiben? Boah, die weißen Socken triggern mich ja richtig, Digga. Oh nein. Ich würde sagen, dass ich jetzt gerade schon kurz in einer anderen Welt war. Also ich wusste auf jeden Fall kurz nicht mehr genau, wo ich... Man hat aber gar nichts von dem Trip jetzt gar nicht richtig gesehen, oder? Also, oder täuscht das? Hat gesehen, wie er geraucht hat, wie man sich zurückgelehnt hat und dann war es. Aber so ein Trip geht doch, habt ihr gesagt, 10, 15 Minuten. Also man hat das Gefühl, da wurde viel rausgenommen, oder? Sehe ich das verkehrt? Bin und ich glaube, ich wusste auch nicht mehr so richtig, wer ich oder was ich bin so. Sondern das hat sich so eher ein bisschen aufgelöst. Das war wirklich heftig. Also ich war komplett weg. Von außen sieht das schon ein bisschen gruselig aus, aber so super unangenehm habe ich das gar nicht wahrgenommen. Also ich war wirklich losgelöst von mir selbst, von meinem Körper und das ist diese dissoziative Wirkung, die hat Max ganz gut beschrieben. Es hat eine Wirkung, die quasi einen losgelöst vom eigenen Körper fühlen lässt und gleichzeitig einen einfach in eine sehr, sehr, sehr andere Wahrnehmung eintauchen lässt, was für mich so gemeinsame Nenner von meinen Salvia-Erfahrungen sind, dass zum einen da oft ein sehr, sehr intensives Körpergefühl eine Rolle spielt, dass mein Körper sich sehr stark anders anfühlt. Das fühlt sich dann zum Teil so an, als würde irgendwie an meinem Körper gezogen werden oder als würde so eine ganz, ganz starke Gravitation auf meinen Körper einwirken. Was ich auch noch finde, ist, dass selbst in niedrigen Dosierungen plötzlich die Welt, alles, was ich so sehe, komplett anders aussieht, aber ohne dass ich das richtig greifen kann, was eigentlich anders aussieht. Es ist wie, als hätte sich alles ausgetauscht, aber eigentlich sieht es auch noch genauso aus wie vorher. Und das ist ganz paradox, das kann man gar nicht... Nee, ich denke, das hätte mich nicht gecatcht damals. Also ich muss sagen, weswegen ich auch so lange Zeit auf Kiffen hängen geblieben bin und auch, wenn es dann irgendwann mal legal ist, eventuell auch mal wieder ein smoken würde, aber niedrig dosiert und nicht so dieses Hardcore-Scheißzeug. Es gibt viele Dinge im Leben, die ich gerne mache. Ich will unheimlich gerne... Schrägstrich, ich habe Geschlechtsverkehr. Ich höre unfassbar gerne Musik. Ich liebe es, Filme zu gucken. Und ich liebe es, Dinge zu essen. Und diese Dinge, die ich gerade euch aufgezählt habe, sind alles Dinge, die durchs Marihuana-Rauchen viel intensiver, viel angenehmer und viel spektakulärer sind. Und deswegen habe ich einfach extrem gerne gesmoked. Kiffen hat mich einfach zu einem entspannten, gechillten Dude gemacht, der einfach nur chillen wollte und eine gute Zeit haben wollte. Ich habe nie einen Bad Trip vom Kiffen gehabt. Also nicht, dass es das nicht geben würde, aber ich habe nie einen Bad Trip vom Kiffen gehabt. Klar habe ich auch mal Übelkeit oder so gehabt, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich einen gesmoked habe, dann habe ich keine halluzinogene Erfahrung gehabt und habe Dinge gesehen, die da nicht waren. Sondern wenn ich einen gesmoked habe, hat sich mein Körper einfach entspannt und ich hatte unterm Strich einfach eine entspannte Zeit. Deswegen muss ich sagen, reizt mich so etwas wie das gar nicht. Greifen eigentlich. Das war bei mir auch so. Teilweise sah die Umgebung so ein bisschen comichaft aus, aber irgendwie war auch alles die ganze Zeit im Fluss und der Raum hat sich die ganze Zeit verändert. Am krassesten war aber auf jeden Fall mein Körpergefühl. Ich habe das so stark schon körperlich gemerkt, als würde ich irgendwas an mir reißen oder als würde ich so ein bisschen
zerreißen oder sowas. Ich hatte wirklich das Gefühl, in zwei Hälften gerissen zu werden. Und das war auch ein bisschen unangenehm. Also ich habe schon so eine Art Schmerz gemerkt. Und ich frage mich wirklich, wie das sein kann. Also wie man solche Körpergefühle wahrnehmen kann. Als das dann so langsam aufgehört hat, kam es mir so vor, als würde ich mit extrem hoher Geschwindigkeit in einem unendlich langen Tunnel fallen und irgendwie so nach unten gezogen werden. Wenn man im Schwimmbad so eine Rutsche runterrutscht, dann sind diese Rutschenteile ja immer so aneinander gedingst. Und das ist ja dann immer so, so eine Rille quasi zwischen zwei Rutschenteilen. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man so eine Rutsche runterrutschen, fallen, wie auch immer, dass dann so ganz schnell so, ja, wie so Rillen kommen, dass man sowas spürt. Also so krass, dass ich nicht genau weiß, wer ich bin, wo ich bin und dass ich gerade in diesem Zustand bin, weil ich irgendwas genommen habe, das hatte ich auch noch bei keiner anderen Droge, ehrlich gesagt. Das, was ich hier so erlebt habe, sind nur Teile der Effekte, die bei Salvia beschrieben werden. Manche Menschen verlieren komplett das Bewusstsein für sich selbst und haben zum Beispiel das Gefühl, während des Trips zu einem lieblosen Objekt geworden zu sein. Also die fühlen sich dann zum Beispiel wie ein Zaun, ein Reißverschluss oder eine Lampe. Außerdem können sich viele auch gar nicht an die Erfahrung erinnern, wenn sie vorbei ist. Auch mir ist es schwer gefallen, nochmal alles zusammenzubekommen, was in den 5 Minuten so passiert. Krass. Mit was ist die Wirkung von Salvia vergleichbar? Am ehesten würde ich sagen mit so dissoziativen Substanzen wie jetzt Ketamin. Dieses leicht betäubte Körpergefühl und dass man seinen 5 Minuten, ja. Körper nicht mehr so stark spürt. Aber ganz viel von anderen Wirkqualitäten kann man eigentlich gar nicht mit Ketamin und auch mit nichts anderem vergleichen, in meinen Augen. Auch wenn die Wirkung von Salvia Gemeinsamkeiten zu den klassischen Psychedelika aufweist, würde ich sagen, dass sich die Wirkung schon deutlich von anderen psychedelischen Substanzen wie LSD oder Psilocybin unterscheidet. Also der Trip ist wirklich komplett anders und einfach mehr von diesem Dissoziativen geprägt. War schon so ein bisschen unangenehm. Die Wirkung ist schon erstaunlich kurz. Also nach 5 bis 8 Minuten war eigentlich alles wieder vorbei. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich noch so eine Stunde Effekte gemerkt habe. Also dass ich so ein bisschen verwirrt war oder mich so ein bisschen schummrig gefühlt habe. Danach hatte ich eigentlich eine recht gute Stimmung. Also ich hatte den Abend noch gute Laune. Ja, und am nächsten Tag war wieder alles ganz normal. Ich finde es wirklich krass, was für einen starken Rausch diese Pflanze Salvia auslösen kann. Ich glaube, wenn man da unerfahren ist oder noch höher... Und er hat ja eine relativ niedrige Dosis genommen, also eher eine Anfängerdosis. Also unterm Strich kann ich euch eine Sache nur sagen, lasst die Finger davon, Digga.